Noch eine Runde. Alles klar, Mienchen. Bis später. Den Cheetah, ey. Meine erste Niederlage. Nur weil er gecheatet hat. Ah, nicht schlecht. Haben wieder zwei. Nee, diesmal nicht. Das ist gut. Lauf doch mal woanders hin. Merkst du, dass er da nicht landen kann? Drei kriege ich schon mal. Vier kriege ich. Komm ich auf 10. Stimmt ja, ich habe ja noch Heilung. Und habe ich die denn nicht benutzt? Na klar, du darfst ihn nicht haben, ey. Nur Schrott, ey. Nicht schlecht. So, da nimmt er zwei, da gibt er mir zwei. Na ja, komm mal wieder. Gehört so gut wie mir. Wie hast du das gemacht? Na, lag jedenfalls nicht an meinem Würfelglück. Das ist völlig egal, der zaubert halt wie irgendein Scheiß, ey.
Du gewinnst. Nächstes Mal mache ich's dir leichter. Los, noch eine Runde. Noch eine Runde. Das ist wie Jericht. Jericht! Er ist dick und schlau geworden. Die Nichte ist Aquafuel vom Heather. Nie ist so doll. Bellen vom Heather ist Intinga, der Trotzi, je Slitten, so nie vertocht. Alter, hau doch mal ab, Miete. Was nervt ihr denn jetzt da so? Ja, die ganze Zeit quatscht, ey, what the fuck. Ey, ich hab nicht genug Dinger. Zeig mir die doch nicht an, Alter. Muss ich also doch selber rechnen. Ach, das Spiel doch nicht für mich. Hier kriege ich dazu. Jetzt geht das doch, oder? Mit seiner Phrase-Gabe, ey. Was machst du jetzt? Gut, gut. Der mit seiner scheiß Phrase-Gabe, ey. Muss das vor dem ganzen Würfeln? Muss ich das aktivieren? Muss er doch auch nicht. Achso, nee. Ja, ich habe nicht genug Plättchen, deswegen kann ich es nicht aktivieren. Plättchen muss man vorher schon haben und nicht danach. Wie viel komme ich denn jetzt? 7? 8, 9. Auf 9 komme ich. Könnt ihr da 5 Schaden machen? Noch ein Plättchen. Komm, probier mal aus. Die Runde geht an mich. Gib einfach auf.
Er cheatet bestimmt wieder. Irgendeinen Scheiß macht er bestimmt. Nicht schlecht. Was soll ich damit? Also er hat 4. Er kann jetzt entweder Gesundheit für den Block benutzen. Oder er sagt, er ignoriert. Oder er macht hier Plus. Ja. Wird alles machen. Wie viel kriegen wir denn jetzt? Einen kriegen wir dazu. Plus die 3 sind 4, kommen wir auf 5. Ich werde mich um 2 Punkte heilen mit 5. Oder ich warte noch mal eine Runde. Und guck erstmal, was er macht. Nix macht er. Ich werde immer besser. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Wir müssen unbedingt wieder spielen. Nee, mit Cheatern spiele ich nicht. Vielleicht ein andermal. Mit Cheatern spiele ich nicht. Mach kein Fitz. Okay, mein Täubchen hat noch 2 Schlüssel gesehen. Das ist eigentlich meine Quest. Warum mache ich denn keine Quest? Schätze! Ja, wenn wir schon mal hier sind, wa? Willst du statt Köpfen zur Abwechslung die Würfel rollen lassen? Jumpalimo! Richtig geiler Jumpy. Durch nächste Nachricht. Immer Lucky Lucky machen hier. Ja. Der Kompass. Gucken, ob wir die Kuh finden, wa? Willst du dich an Erlek versuchen? Einmal normal bitte, direkt auf die Ratten. Nee. Jetzt nicht mehr. Oh, na gerade. Ist die gerade gejumpt?
væri betra við skáru hann á háls og gáu honum öxi. Loot! Komm her, Loot! Schön bei Nacht und Nebel. Ui, wie liegt denn da schon rum? Ja, jeden Tag neue Leichen. Wenn du das einzige Ziel für die Angst deiner Leute bist, werden sie sich gegen dich wenden. Sie fürchten sich. Um mich reinzuwaschen, muss ich ihnen den Blutegel bringen. Wie viele Leichen sind es inzwischen? Um die 20 wurden gefunden. Ganz sicher das Werk des Blutegels. Woher willst du das wissen? Die Augen wurden ausgeschält. Leere, schwarze Höhlen. Wie bei Tröcks Wache. Hier müssen jeden Tag hunderte von Leuten vorbeikommen. Hat niemand etwas gesehen? Wir sind am Flussufer. Alle Missetaten der Stadt fließen hier zusammen. Hast du was von Stower gehört wegen des Pfeils? Ich konzentriere mich auf den Blutegel. Machst du dir Sorgen? Ach nein, ich wollte nur wissen, wie es dem Spatzenherz geht. Ihr zwei steht euch nah, wie Brüder. Ja, ja, wie Brüder, könnte man sagen. Erke, sag mir, dass das nicht sie war! Es war nicht deine Tochter, Güder. Atme auf. Oh, Freya, sei Dank. Ich hatte solche Angst, dass ich sie hier finde. Sie macht Botengänge für einen Schmied, der sie in diesen Hafen schickt. Fehlt nur noch der Bart, dann wäre so ein Zwerg. Ich ertrage das nicht. Sie arbeitet für einen Schmied? Weißt du auch wo? Sie hat mir nie gesagt, wie er heißt oder wo er arbeitet. Schweigsam wie sonst was, das sture Gör. Ich habe sie seit 2 Tagen nicht gesehen und fürchte das Schlimmste. In London muss man immer das Schlimmste fürchten. Was genau war ihre Aufgabe? Einfache Botengänge. Sie lieferte Dinge aus, tauschte sie gegen Hacksilber und eilte zurück zu ihrem Schmied. Kennst du den Namen des Mannes? Nein. Ich wünschte, es wäre so. Ich würde ihm die Ohren und Klöten abschneiden. Erinnerst du dich sonst an irgendetwas? Ein Nachbar sagte mir, er hätte Regner unter der Lundenbrücke herumlungern sehen. Damals war ich ganz krank vor Sorge. Das ist doch ein guter Anfang. Danke, Güder. Ein zwielichtiger Schmied, ein vermisstes Kind. Eine interessante Spur. Die Lundenbrücke nach Sonnenuntergang. Ist ein Besuch wert. Gut. Ich bleibe hier und sorge für Ruhe. Und Eivor, werde nicht unvorsichtig hier im Hafen. Würde ich sowas je tun? Niemals. Neue Hinweise gefunden. Für den Orden? Für den Orden. Der Blutegel. Ruf zum Schmied. Ich kenne es irgendwoher. Sühnen, leite mich. Da ist der Schmied. Okay. Dann gehen wir dahin. Kein Problem. Wer ist da die andere Quest? Noch dieselbe Quest. Lass den Mann arbeiten. Ey Kind, ab ins Bett mit dir. Stecke dich, was? Scheint eine beliebte Stelle hier zu sein, oder? Scheint echt eine beliebte Stelle zu sein hier. So, wo soll ich mich verstecken? Ach, da oben beim Pinkler oder was?
Yena Met. Ta Miki, et a Ichane, via Tela Wheeler Boot, et Witten Nisse. Yessi. Oh mein Gott. Nicht der da hinten? Der Weihnachtsmann da? Ey, sag mal, Mönch, bist du nicht mal langsam fertig hier mit Pinkeln? Upsala. Nee, ist nicht der Weihnachtsmann. Wie spät haben wir denn jetzt eigentlich? Haben wir auch eine Uhrzeit oder sowas? Der soll ja nur nachts kommen, aber hier ist irgendwie nichts. Oder mal ab hier. Schon wieder ein Nacht. Schon wieder Tag hier, oder was? Dreht, was er hat geirrt, Herr. Okay, warten wir mal kurz, wa? Ich warte die Nacht ab. Ah, jetzt steht hier verstecken, nice. Ja, lange warten können, wa? Hat er dich entdeckt? Ich sollte ihm folgen. Sehen, wohin das führt. Kann der Nichtsnutz nicht schneller gehen? Vorsichtig. Wo will er denn hin? Fällt euch ja nicht auf hier, wa? Hier so lang sneake. Ist das der Ort? Oder... Nein, er spaziert nur herum. Das ist der Ort. Die werden sofort angreifen. Ja.
Frage ist, muss ich ihn jetzt noch weiter folgen? Okay, den habe ich gar nicht gesehen da unten. Nicht ganz ehrlich. Sie für mich sühnen. Hätte ich mal markieren sollen, oder? Hm, Fußspuren? Ja, mach mal. Nee, will er nicht? Verdammt. Was passiert denn da? Falsche Seite. Hallo, runter, runter. Danke. Nicht in Gefahr. Nochmal. In die Schlacht. Sei wach. Boah. What the fuck, Game? Dampfen. Nein. Das wirst du wissen. Was ist der andere? Bleib wachsam, hört ihr? Ja. Jetzt ist es aus. Fängt es an? Oha. Nein. Okay, was soll das? Da. What the fuck are you doing? Töte sie. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Immer weg damit. Gibt schon einen Grund, warum die nur 10 XP geben. Das ist nur Kanonenfutter, ey. Wo ist der Schlüssel jetzt hin?
Flieg, Freundin. Jetzt einen Schlüssel eingesammelt? Der Rabe vielleicht, wa? Ich meine, meine Taube natürlich. Muss ich ja nicht verstecken. Einen haben wir noch. Bleib stehen. Noch eine Glocke? Bist du schon weg, oder? Gut. Alle tot. Minchen zufrieden. Perfekt. Gehen langsam die Pfeile aus. Hab nur noch 20 Stück. Bist du jetzt eigentlich schon wieder hergekommen, sag mal? Hat sich verkrochen. Zweites Arschloch. Was ist denn der Blutekel? Hast du, was man mir schuldet? Hä? Wer zum Henker bist du? Ich stelle die Fragen. Mitglied des Ordens? Eine Freundin? Ich gehöre zum Orden. Ich habe eine Nachricht vom Blutegel. Der Orden? Hä? Ich brauche mehr Beweise als nur dein Wort. Du bist nicht in der Position, etwas vom Orden zu verlangen. Vielleicht nicht. Aber ich sage nichts, bis ich überzeugt bin, dass du der bist, für den du dich ausgibst. Wo sind sein Kind hin? Verrate niemals den Orden. Du weißt gar nichts, du Betrüger! Die lernen aber auch nicht draus. Schwester Friedes Witt. Das ist der Blutegel? Um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir schon gedacht, aber ich habe es mit Absicht nicht gemacht. Weil ich dachte, vielleicht kriege ich nochmal die Option, ihn einfach zu überreden, aber war nicht so. Vielleicht beim nächsten Mal. Thank you.
Schmiedehammer. Okay. Ist der nice oder ist der nice? Überlegene Hammer. Schwere kritische Treffer werfen Gegner zu Boden. Oh, dann könnte ich mehr stampfen. Dann könnte ich mehr stampfen. Kritische Chance 67. Und jetzt Prozent? 67%? Schaden ist halt wenig, ne? 67. Wenn ich wirklich viel. Zeig mir, was vor uns liegt. Das ist eine Minitruhe. Der Blutegel ist da drin, ne? So viele kleine Truhen überall, wa? Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass manche Truhen auch tatsächlich irgendwie nachspawnen. Weil die war vorher nämlich auch nicht da und die auch nicht. Genau in dem Moment duckt die Sau sich. Ja, so typisch, ne? In dem Moment, wo du dann loslässt, in dem Moment, man so. Das ist unglaublich, ey. Aber jedes Mal, ey. Jedes Mal. Weiter unten. Aber hier unten war ich doch schon mal.
War ja auch schon da? Ja. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Der Blutegel seine Beute auf. Jetzt brechen wir ihn auf. Oder sie, besser gesagt. Es ist nur Husten. Bei Fred. Hey, Moment! Ich schwöre, es geht mir schon viel besser. Kommt mir nach. Ganz ruhig. Aus dir spricht das. Ein gutes Spiel. Irgendwie kann die nicht angreifen. Seht ihr das da? Hat irgendwie keinen Bock. Kampfen! Sterb anständig! Richtet euch nach mir! Keine teuflischen Dinge! Ja! Wir stehen gerade die ganze Zeit. Irgendein Quatsch da die ganze Zeit. Teilweise echt drücken muss hier. Level up. Schießt denn hier eigentlich auf mich? Schon der Blutegel oder was? Lol. Dass sie schon da ist. Schwester Friedwigs. Die kämpft die ganze Zeit schon mit oder was? Ja, nice. Ja, kriegst ein bisschen Öl ab. Das war der Blutegel, die war ja richtig. Die gute Schwester Friedeswitt. Die war ja richtig easy. Oh. Wer hat mich gesehen? Wir haben einen scheiß Bogenschütze. Genügt. Ah, oh, du bist es. Was die Toten angeht, die wir sammeln, liebe Schwester, stehen wir beide uns in nichts nach. Wie im Gebeinhaus. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich schätze, meine Forschung machte mich gierig. Nicht mein Mangel an Mitgefühl.
Die Alten, die Gebieter, sie fügten uns aus einfachen Teilen zusammen. So leicht zu brechen, so schwierig zu flicken, das muss doch besser gehen. Wir sollten stärker, schneller und klüger sein. Ich hätte uns flicken können. Ich hätte uns verbessern können. Wir sind Blut und Knochen und Geist, Friedeswitt. Perfekt, so wie wir sind. Du hast so schöne Augen. Bring es zu Ende. Bitte. Yeah, noch mehr Schuhcreme. Besiegt. Er fehlt noch der Pfeil und der Keil, nee, der Kiel. Was ist mit dem hier eigentlich? Warum haben wir den noch nicht gemacht? Warum lebt der noch? War was, Leute? Danke, Mädchen. Für das GG. Aber auch nicht sonderlich schwer. Muss man ja wirklich mal sagen, ne? So, Täubchen. Da ist noch ein Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Da ist noch eine Truhe. Ja, irgendwo da oben, wa? Ja, die war ja super einfach. War halt auch nur eine Chirurgin, wa? So wie es aussah. Ich denke mal, so die richtigen Brocken, die werden noch kommen, wa? Ja, wir hatten ja schon ein oder zwei, die waren noch ein bisschen schwerer. Gucken, wer der Obermutz ist. Woher kommen die ganzen Truhen jetzt immer? Ich war doch hier vorhin schon. Ich muss mich in Acht nehmen. Blauer Hinweis. Kommen wir hier so hoch? Nice. Ein Mädchen. Ihre Augen wurden entfernt. Ich vermute, dass es sich um die vermisste Regner handelt. Das siehst du so, ja, unter der Decke. Ah, 16 Jahre vom Lande Ragnar genannt. Ja, zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass die Tochter leider verstorben ist. Da war wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das der Mutter zu sagen oder zu verheimlichen, wa? Die
Ist hier so eine Art Krankenhaus oder so? Serie hast du gemeuchelt. Stufe 52. Nice. Nice, nice, nice. Nicht schlecht, Herr Specht. Was siehst du, alte Freundin? Geht da immer noch irgendwelche Flüsse, die auf mich warten, eingesammelt zu werden. Also werden wir sie uns jetzt einverleiben. Der liegt hier einfach hier so rum. Okay. Bei Tierhaus. Warum denn nicht? Dann haben wir hier oben irgendwie noch einen Schlüssel. Und der. Ah ne, der liegt hier unten. Komme ich jetzt so nicht rein, wa? Nicht so reinballern. Nice. Eben. Pfeffer. Pfeffer. Pfeffer, aber hat ihn nicht getötet. Schade. Dann machen wir zu. Wir sind hier so am Ableuchten. Also fast wie immer. War ja bei Aloy nicht anders. Wegen Rost meinst du? Ihren Ziehvater? Der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Ja, seitdem wir hier die Sparmaßnahmen angefangen haben, von wegen weniger Heizöl und so ein Scheiß, ne? Ist schon kälter, ja. Tempo wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Den 8 Punkte Angriff. Kritische Chance wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. 15 Punkte kritische Chance. Fernkampfschaden wird durch 20. Also ich muss... Schwachpunkttreffer sind doch die gelben, oder? Sobald ich irgendwie einen gelben treffe, mache ich 15 Punkte mehr Schaden. Also ist der erste Gegner am besten immer erst auf den gelben rufhauen. Und Schwachpunkt. Und dann habe ich für 15 Sekunden 15 Punkte mehr schon. Kauft ihr eine Playstation, nach 20 Minuten Laufzeit wird sie so heiß, dass sie die Räume beheizt. Na okay, das ist eine Hoodie. Ja, man zieht ihn trotzdem über den Kopf. Oh. Hat keine Wintermütze, ne? Eine Wintermütze hätte ich auch noch hier irgendwo rumliegen. Der Pfeil.
Ja, es kommt drauf an, was für Spiele ich spiele, ne? Also das Spiel braucht jetzt nicht gerade sehr viel Performance. Was war denn das letzte, was wir gespielt haben? Da wurde das teilweise echt warm hier drin, weil dann echt eine warme Wolke vom Rechner nach oben kam. Bei dem Spiel davor. War das Infinity? Infinite meine ich? Meine Graker brauchen eine Wasserkühlung, die heizt mein Zimmer auch auf. Fahre dadurch auch Heizkosten. Horizon habe ich gespielt, Bioshock habe ich gespielt, aber irgendwas hat auf jeden Fall den Raum etwas geheizt. Also da ging die Grafikkarte so auf 60, 70 Grad hoch, ja. Ja, sorry, aber ich muss hier lang, ne? Aber...